Servus Leute, bin jetzt gerade hier auf so einer Seite. Ich habe gerade ein bisschen so rumguckt, was alles so gibt mit KI und so weiter. Clip Opress heißt das Ding. Da kannst du quasi dein Video reinhauen und dann mit KI wird dann quasi hier so unterschiedliche Clips erstellt und so weiter. Also, das funktioniert eigentlich für V-Logs nicht so richtig, aber. Übersetzung packt auch nicht so richtig bei mir. So wie es, ist zwar kein Steuergerät, aber ich glaube, das ist ein bisschen schwierig für so KI, das alles richtig zu deuten bei mir. Vielleicht können wir das noch ab und dann gehen wir dann spielen nicht bloß sowas nein, weißt du? Ja, dann muss ich noch nach. Und im Auto, ja gut, das war halt ein Brecher, aber. Aber eigentlich schon cool, was da so gibt. Becher. Ja, gut. So schleift man ein Ventil. Der Basti zeigt es euch. Da bin ich jetzt mal gespannt. Also dieses KI-Zeug ist echt der Wahnsinn, was da so geht. Ich glaube, das würde ich auch mal hochladen. So, herzlich guten Morgen vom Dienstag. Das ist jetzt der Arbeitstag wieder. David Strumpf schon noch ein Ding auf. Ein Starterring. Muss man quasi das Äußere außerem warm machen. Und dann kann man den runterklupfen und der neue verklupfen dann quasi. Passt der neue, oder? Ein bisschen warm machen, oder? Morgen. So, muss die neue eigentlich nur wieder warm machen. Dann fällt er hier irgendwann drauf, normalerweise.
will mal noch ein wenig vermitteln, David. Ich glaube nicht, dass der ganz wichtig ist. Passt auch nicht ganz, ne? Jetzt gut nochmal drin. Und mal nach mal, ja. Manchmal fällt da voll rein. Und gut ist. Genau, so machen wir einen Schadering drauf. Hinterlich der alte. Ja, haben wir ein bisschen länger gebraucht, bis er warm wurde. Schon jetzt einfach drauf lassen. Und dann passt das. Genau. Da haben wir jetzt gleich noch ein bisschen weiter. Ein bisschen was im Büro vor. Der David muss zum Stauch am Hydraulikzylinder an einem Bagger machen. Und ja, dann hören wir uns das später. So, jetzt ist Abend, oder nicht Abend, aber feiern bei den Jungs. Backenstufe der David, heute 2 Stück verkauft. Danke dafür, bist ein super Kerl. haben wir noch eine, haben wir uns auf Lager, wo fertig montiert ist, lassen wir uns einmal noch dran montiert. Gleich wieder neue geordert, also wenn ihr auch welche braucht. Bei mir sind sie auf Lager, kann man direkt abholen und kann weiter schauen. Ich werde jetzt noch die blauen Schränke von uns ausräumen, umräumen. Vielleicht heißt es wieder 2 Wochen ein bisschen mitlaufen, werde das sehen. Und dann gucke ich mal, dass ich morgen hier den Bestand auf Vordermann bekomme. Und ja, in der Werkstatt steht auch genug Arbeit, der Rolf war halt da, haben wir jetzt nur so organisatorische Sachen gemacht. Wir haben jetzt hier nochmal 2 Staufächer reingemacht. Zum Beispiel für den Heiko kann dann da noch ein bisschen Werkzeug rein und so weiter, dass wir das alles sauber aufgeräumt haben. Ja, genau, so sieht's aus. Und dann hat der Rolf noch da hinten, ist ein bisschen voll mit ganz so kleinen Geräten da hinten, müssen wir auch noch Haufen davon richten. Hat dann der Rolf noch. Haben wir jetzt die Wand wieder noch montiert. Die haben wir jetzt nicht mehr an die Schränken gebaut. Das haben wir jetzt umbelegt. Haben wir jetzt hier fest auf der Boden noch verankert. Müssen wir noch ein bisschen abspannen. Vielleicht ist noch ein bisschen wackelig. Gefällt mir noch nicht ganz. Aber das kriegt man auch noch voll hin. Genau. So viel jetzt mal vom Dienstag geschaut. So, jetzt habe ich mal ein bisschen umgeräumt wieder. Also so ein paar Schubladen haben wir jetzt schon voll. Was eigentlich auch so halt ganz gut ist, wo da noch ein bisschen Platz ist zur Not. Ja, da müssen wir jetzt mal schauen, was wir machen. Zum Beispiel solche Sachen wie jetzt das, will ich da eigentlich nicht mehr drin haben. Die will ich vorne haben in dem Aussie-Schrank und dass sie einfach dann da sauber aufgeräumt sind. Und da wo es Material ist Material und da wo Werkzeug ist Werkzeug und das soll ein wenig getrennt sein, dass hier nur noch Werkzeug drin ist und eigentlich kein Material mehr. Genau, dass wir das einfach voneinander sauber trennen können. Und dann will ich auch noch da vorne, wo jetzt der Vito steht, da ist die Box für die Lackier.
Lackiersache. Und da will ich noch so zwei Außenregalmodule hinstellen, wo man der ganze Lack und so, die Sprühdose, also nur Lacke, Grundierungen, Zinkspreis und so weiter, alles rein tut. Und das dann auch einfach sauber aufgeräumt ist. Und dann nehme ich da vorne mit drin ist und der Motor dann ordentlich Platz hat für alle anderen chemischen Mittel, sagen wir. Also sowas wie WD-40, Rostlöser, Dichtmaterial und so weiter. Genau. Dann haben wir langsam ein bisschen das System drin, wo ich hoffe, dass wir damit zurechtkommen. So ist so viel mal zum Dienstag. Ich mache jetzt Feierabend, gehe ins THW und alles gut für heute. So, herzlich willkommen. Mittwochnachmittag. Ich spiele dann einmal noch mit Feuerwehr, weil die Batterie, die hat irgendwie einen Defekt. Wir legen die da jetzt mal in Wasser. Im Wasserei. Ist schon weg da. Ein paar Donuts gerade schon. Wenn ihr seht, wie das Wasser wieder gleich weggeht, das ist ja auch relativ. Jetzt geht es von der Temperatur her. Jetzt schon richtig aufbleiben, so weiter. Die Zelle war noch komplett dran, das erklärt. Wir lassen die jetzt hier mal im Wasserbad. Heute noch voll stehen und hoffen mal, dass da. Komm mal leer gibt irgendwie. Jo, Pumpe ist hier draußen, David hat sie rausgemacht. Das Öl sieht nicht mehr so super duper aus. Sind noch einige Späne so drinnen. Kann ich mal kurz die Pumpe zeigen. Die haben wir nämlich zerlegt. Haben wir schon eine neue bestellt. Ja, ist keine Verstellpumpe oder sowas, ist nicht so wahnsinnig teuer, aber schon ein paar Euro. Hier könnt ihr das sehen. Auch wieder in der Gehäuse. Ja. Ihr seht ihr hier in der Mitte. Ja, die geht jetzt erst noch. Der eine hat noch relativ gut Ding gehabt. Relativ gut noch Material gehabt. Aber hier seht ihr. Wieder ist die Kante. Hier sieht man vielleicht sogar noch ein bisschen besser, ist auch so eingelaufene Stelle. Ich drehe da mal raus. Hier. Denken wir, ihr könnt es auch hören. Ja, alles wieder eingelaufen, auf jeden Fall. Die hier haben wir sogar aufgemacht, aber die sieht hier unten, was man hier so sieht. Auch nicht so super aus, und daher wird wahrscheinlich die Späne kommen. Da ist ja schon ein O-Ring, hat sich da schon drin rein verirrt. Und da ist er. Der hier. Der war hier schon drinnen verwerkt. Also, ja. Nicht mehr ganz so gut alles. Das Gerät. Auf eine neue Pumpe, weil die jetzt zu überholen, rumzumachen, da irgendwie nicht Dinge zusammenfindet, das wird zusammen zu fliegen und, ja. Kaum machen, wenn man Langeweile hat, wenn man Zeit hat, wenn man Zeichnung hat, wenn man alle weiß, man bekommt alle Teile, kann man sowas machen. Aber ich denke mal, wenn wir die Pumpe überholen, den wahrscheinlich nicht auch viel weniger kostet, wenn wir jetzt eine neue kaufen. Jetzt einfach nur neu schrauben. Klingt jetzt zwar blöd, aber so ist halt leider von der Aufwand her. Der David macht jetzt hier mal die ganze Kleingeräteparade mal angefangen. Für den einen haben wir jetzt hier auch einen neuen Motor zum Beispiel bestellt, für den einen Fugenschneider. Der ist halt dann mein eigener, den kann man dann vermieten. Ja, zwei Rippenplatten hat er schon wieder fit gemacht, aber die blaue, da fällt nur der Riemen. Die eine Wagger ist wieder fit und ja, der Liam ist fleißig am Verladen. Der tut Asphaltscholle verladen. Klappt auch wunderbar. Und ja, dann wird er sehen, was morgen so geht. Ich bin in der Nacht wieder auf Schwertransport. Dingmaschine begleite. Maschine. Transport begleite.
So schaut es aus. Wegen Lautes höre ich auf. So, herzlich willkommen vom Mittwoch. Wir sind jetzt heute hier beim Fabi Sinn an seiner Raube. Sind da gerade dabei, UVV zu machen. Ich habe jetzt alles durchgeschaut. Die bekommen so einen Aufkleber von mir. Den Innenraum rein, am besten. Sieht man ziemlich gut. Ja, was muss da alles geprüft werden? Jetzt haben wir die ganzen Sicherheitseinrichtungen wie Notaus, Totmannschalter, Sitzschalter, Parkbremse und so weiter. Und halt einfach auch, wie der Zustand ist vom Laufwerk, Zustand von der Hydraulik, von der Gelenke und so weiter. Aber da die Raupe hier ziemlich neu ist und vom Zustand her sehr guten Eindruck macht, ist das ja so kein Problem. Das habe ich jetzt alles durchgeschaut, die Prüfung bestanden. Ja, wie gesagt, jährliche Prüfung von der UVV ist Pflicht. Oder eine UVV-Prüfung ist Pflicht, wenn man das gewerblich einsetzt. Und ja, hier waren wir jetzt einfach dabei, haben das gemacht. Und gut, jetzt muss ich noch weiterfahren in der Wengert. Da steht noch der Kettenbagger. Und dann nochmal kurz durchgucken und dort dann UVV zu machen. Genau. Ich gebe jetzt noch kurz drauf. Da haben wir hier, die wir mal machen lassen, eigene Aufkleber mit Grundkleber. Das sieht einfach dann ganz schick aus. Man weiß, wo es her ist, wenn es da eh Probleme gäbe oder irgendwas. Ja, genau. Und dann bin ich schon da weiter. Oder gehe ich schon da weiter. So, herzlich willkommen vom Freitag. Jetzt heute hier in Öhringen. Ja, viel gefilmt heute die Woche nicht. Aber ich werde heute Nachmittag und morgen irgendwas filmen. Wird man sehen. da vorne den Radlader hat David heute gerichtet. Gas zu kaputt und Ding. Und Fußpedal war ausgebrochen gewesen. Und ich war hier nebenher am Asphalt und Aushub wegladen. Jetzt das da alles müssen wir noch wegladen. Wenn da ein Bagger vom Schlitter, Kollege von mir, Schwabach, Case, 14-Tonner. Eigentlich echt eine feine Maschine. David gesagt, ich will jetzt auch mal noch mitfahren. Ja, lässt sich echt gut fahren. Ich habe nur mal ein paar kleine Löffel dazu. Aber ja, sei es drum. Sonst die Woche war jetzt auch wieder eine kurze Woche. Basti war jetzt 2 Tage im Steinbruch. Ein Tag war er krank. Ja. Ein Tag hat er Urlaub gehabt. Ja, für ihn eine sehr kurze Woche. Und ja, nichtsdestotrotz. Geschafft haben wir trotzdem noch. David hat auch für Kleingeräte gemacht. Kann man dann nachher noch kurz filmen, was wir alles gemacht haben. Ja. Und so weiter und so fort. Genau. Hiermit herzlich willkommen. Oh, mit der neuen Kamera. Wie geht der Bildschirm raus? Oh, cool, ey. Muss noch wegzoomen, weil jetzt ist meine ganze verspritzte Fresse. Dauert kurz. Jetzt! Hallo, herzlich willkommen. Ja, wir haben jetzt hier neue Kamera. Mal gespannt, ob das einen Wert hat. Probieren wir uns gleich mal draußen, filmen wir 2-3 Sachen und dann gucken wir weiter. Ist gut rausgekommen, Basti? Wo machst du? Ja. Mal gucken, wie die jetzt auch gleich mal auf was Lautes da reagieren, wenn draußen was läuft. Bin mal gespannt, was die mit Ton macht. Ja, also. Tank an. Ja, Tank schon noch voll für dich, mach einen Aufkleber drauf. Gut. Ja, was die Woche so passiert ist, da eine selber ja, die ganzen Kleingeräte haben wir gemacht. Hier
kurz was gemacht, Kleinigkeit. Ja, das war es, Große und Ganze von der Woche. Mehr so Kleinarbeiten. Ja, die strengste Nase war eingeräumt hier. Die räumen wir heute vollends rein. Und dennoch vollends aus der Hanne. Ja, nein, viel mehr passiert wohl halt nicht in der Werkstatt. Ach ja, genau, bevor ich es vergesse. So. Bevor ich es vergesse, der ist auch neu. Haben wir es gekauft. 120 Ampere. 120 Ampere Plasmaschneider. Haben wir gestern ein bisschen rumprobiert. Ich weiß nicht, liegt das im Schrott oder wo liegt das Zeug? Ja, war quasi wie letzte Woche. Mit diesem Sack hier zum Beispiel. Mit Fugehobel habe ich den gekauft. Was ihr sehen könnt, kann man eine Schweißnaht quasi kann man raushobeln. Ja, was kann man noch so? Ist das andere Blech auch noch? Wow. Wo ist das? Das liegt da nicht da drin. Egal. Aber immer noch eine Bindeschnitt. Düse noch dabei. Könnte man es quasi sagen, wenn jetzt das hier ein Bauteil wäre, also das und das zusammengebaut, fährt man hier so entlang und man schneidet direkt hier unten ab und schießt das Material so raus. Natürlich ist es viel zu dick als Beispiel, aber dadurch kann man dann einfach die so Aufnahmen und so weiter sauber runterbrennen und muss nicht wieder auf den Flexen. Da ist das Gerät, das werde ich mir noch genauer vorstellen. Und ja, ich hoffe, die neue Aufnahme hier gefallen euch mit der Kamera, mit die tontechnisch und zustandstechnisch zu sehen. Genau, also morgen vielleicht noch eine Kleinigkeit und dann ist Wochenende. Bis dann, ciao. So, hallo, herzlich willkommen vom Sonntag heute. Ja, wir haben hier draußen eine Kundemaschine bekommen, den Masai, und da draußen der Fendt noch, genau. Dauert ein bisschen, aber passt, genau. Sinn zum Ding, für der eine läuft nicht so gut an, der andere hängt Zapfwelle und muss man dann mal gucken, dass der TÜV bekommt. Genau. Sonst in der Werkstatt am Freitag ist glaube noch was gekommen. Gerade für Nathalie am Vorrichter für ihre, was ist das für Arbeit? Heimarbeit oder sowas? Hausarbeit? Herbarium, genau. Quasi Blumen sammeln und Presse und danach gucken, dass die haltbar sind. Trocknen quasi. Ja, hier ist quasi ein neuer Separatorlöffel gekommen, jetzt von der 5-Tonner, sag ich mal. Von der Größe her, denke mal, dann könnte man einen 9-Tonner hinmachen, wenn es harter Fahrt kommt. Jo, genau. Dann wird es bei uns zur Miete geben. Zum Vorführen, wie auch immer, kann man dann bei mir mieten und können probieren. Ein bisschen Wert hat er nicht. Hier hat Christian gestern noch angefangen, die Stütze hier auszubohren, auszupressen. Da muss man uns dann mal gucken, ob wir das dann mal arbeiten, das nächste Mal noch machen. Das ist vom THW aus. Jo. Sonst gibt es eigentlich nicht viel zu erzählen. Gestern war Fahrt ins Blaue, lief nicht recht viel vom Schaffen her. Und ja, jetzt hier mit der neuen Kamera. Ich hoffe mal, ihr seid damit zufrieden. Ich finde es eigentlich echt gut. Kann hier so der Bildschirm quasi umklappen, dass man mich sieht. Oder so umklappen, dass man quasi das andere sieht. Also wird bestimmt von der Qualität her relativ gut. Hoffe ich doch mal. Ja.
so viel mal zum Sonntag. Wie gesagt, Samstag lief nicht so viel. Und viel Spaß beim Zuschauen. Bis nächste Woche. Euer Christoph Gebert. Tschüssli.